So, ihr Lieben, ich habe hier einen leeren Becher vom Pumpkin Cheesecake. Den habe ich vom lieben Sven bekommen. Vielen Dank. So viele liebe Worte heute. ich habe die Becher in den USA noch nicht probiert, weil ich eigentlich immer Off-Season da war. Im April oder jetzt dieses ganze Jahr. Also in diesem Jahr war ich ja schon dreimal dort und fliege jetzt an Silvester wieder. Da werde ich es wahrscheinlich finden. Aber bisher habe ich es noch nicht probiert. Und deswegen dachte ich, mache ich jetzt einfach mal ein Eis mit Kürbis selbst. Und pack das hier rein und reviewe das sozusagen. Und die Pumpkin Cheesecake Review selbst von diesem Becher gibt es da nochmal irgendwann. Aber ich dachte, es ist eigentlich eine coole Variante, um euch auch mal wieder ein Eisrezept zu geben. Und ich werde quasi das, was hier ist, einfach versuchen nachzumachen. Und das ist einfach nur eine Pumpkin Cheesecake Basis, also eine Kürbis-Käsekuchen-Eiscreme Basis mit einem Keksstrudel. Und ich werde mich jetzt gar nicht an den Zutaten hier hinten so richtig orientieren, sondern meine eigene Variante machen. Aber wir können trotzdem mal kurz schauen, was drinnen ist. Wir haben nämlich 27% Sahne, dann Wasser, wir haben hier nur 3% Kürbispüree. Ich kann euch sagen, das wird mehr, das wird eher 30 bei mir. Und ich guck mal, was wir hier... Wir haben Cream Cheese, nur 1%. Bei mir kommt kein richtiger Cream Cheese rein, aber Cream Cheese Aroma, da bin ich mir sicher. Ihr könnt natürlich auch richtigen Cream Cheese nehmen und dann einfach ein bisschen weniger Pumpkin. Aber ich möchte das Ganze vegan machen, deswegen lasse ich es mit dem Cream Cheese. Und natürlich ganz wichtig, diese ganzen Geschmäcker hier drinnen. Natural Cinnamon Flavoring, Spices, Cinnamon, Clove, Ginger und Honey ist auch drinnen. Honig kommt bei mir auch rein. Und ich, also ja, Honig und vegan und so ist ja auch immer so ein Streitthema, das will ich jetzt gar nicht hier aufmachen, das Fass. Ich werde euch mal zeigen, ich habe ein ganz tolles Pumpkin Spice aus dem Dual Spice Shop in Manhattan. Das liebe ich, also der Shop ist einfach total cool und das Pumpkin Spice ist richtig genial und auch nicht so überteuert wie die kleinen von McCormick oder so. Deswegen, das zeige ich euch jetzt mal und dann ein paar Eindrücke in die Produktion des Eises, aber hauptsächlich geht es jetzt dann ums Taste-Testing. Und das Rezept findet ihr dann auf meinem Blog, das verlinke ich euch unten drunter. Und jetzt geht's los. Das ist Pumpkin Pie Spice von dem Dual Specialty Store. Und wir haben hier Zimt, Muskat, Ingwer und das Allspice-Gewürz. Das ist so ein ganz typisches amerikanisches Gewürz. Ich weiß gar nicht, was genau da alles drin ist. Das ist die Basis dieses Gewürzes oder das ist generell das Gewürz. Und ich glaube, das war's erstmal. Hier steht, es ist für Pumpkin Pie. Cake Spreads, also perfekt. Ihr könnt zum Beispiel auch Lebkuchengewürz nehmen oder einfach nur Zimt. Ist alles lecker. So, jetzt mache ich hier Smacktastic Cream Puder rein. Und das ist tatsächlich gar nicht vegan. Verkackt. Also lasst es weg, wenn ihr ein veganes Eis machen wollt. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Cream Cheese reinmachen, aber ich habe keinen. Lasst es sonst einfach weg und genau. Im Hintergrund läuft die Eismaschine. Nicht wundern. Für den Strudel mache ich es jetzt so. Ich mache es nicht mit Graham Crackern, sondern ich nehme Live Pumpkin Spice Cereal. Ihr könnt auch Cinnaminis oder so nehmen oder die Fakes aus den Discountern. Das schmeckt bestimmt auch richtig gut, vielleicht sogar besser oder ein Misch aus beidem, falls ihr sowas habt, aber das ist ja jetzt aus den USA mitgebracht. Und diese Karamellsoße hier, die ist von Dance, gibt es aber auch, glaube ich, bei der Bio Company und so. Genau, die kommt noch mit rein und das zusammen vermische ich und mache noch ein bisschen Guacamole rein, dann ist die Bindung ein bisschen besser und ja. Guacamole? Nee, ich glaube Johannes Xanthan. Nee, ich mache Xanthan rein. Ja, aber da könnt ihr rausprobieren, nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch Cognacmehl nehmen. So, und jetzt ist das Ding eingefroren. Ich muss sagen, normalerweise lasse ich mein Eis, die Eisbasis, bevor ich sie in die Eismaschine packe, noch mindestens 12 Stunden einfach nur ruhen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Kopfsache ist, aber ich mache es einfach immer. Und
Ich lasse es auch eigentlich mindestens einen Tag durchfrieren, bevor ich es dann esse. Das ist jetzt alles nicht gewesen, weil ich sehr ungeduldig bin und morgen erstmal wegfahre und dieses Video gerne noch machen möchte. Ich werde das jetzt einfach mit euch kurz aufmachen und mal probieren. Also, es sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich kann anders sagen als so ein gekauftes Ben & Jerry's. Man sieht auf jeden Fall schon viele Stückchen, wie es mir immer wichtig ist. Es ist randvoll und es sieht so ein bisschen tatsächlich aus, finde ich, wie Eisgeria, nur nicht ganz so cremig jetzt von oben. Also durch die Kokosmilch, die drin ist, ist es jetzt wirklich kein Wassereis oder so. Ich habe es jetzt gerade auf Superfrost gehabt und wir probieren das Ganze jetzt trotzdem mal. Ihr habt gesehen, ich habe da vor 2 Stunden schon mal probiert, da war es noch ein bisschen weich und jetzt ist es aber echt in den 2 Stunden ganz schön hart geworden. Ich könnte wieder warten, aber ich bin ja immer so ungeduldig. Ah! Also ihr seht, es ist wirklich dicht. Man sieht eigentlich überhaupt keine Luftbläschen. Was ich jetzt vergessen habe, ist, es zu wiegen. Das peint. Wie Ben Jerry's ist oder Häagen-Dazs. Okay, also es sind ungefähr 448 Gramm Inhalt. Also es ist wirklich sehr, sehr dicht. Hier sind es 413. Okay, und es ist so, wie es immer ist. Also erstmal schmeckt mir richtig gut. Ich schmecke definitiv Zimt raus. Ich schmecke aber auch ein bisschen die Kokosmilch raus. Und ich finde diese Kombi von Kürbis und Kokos einfach super genial generell. Ich weiß nicht, es gibt ja auch ganz viele Kürbis-Cremesuppen, die mit Kokosmilch gemacht sind. Wenn ihr die auch so macht, dann schreibt es gerne mal drunter. Und ja, die Kombi ist einfach gut. Und dann Zimt und dann dieses generell dieses Pumpkin-Spice-Gewürz plus extra Zimt ist halt wirklich lecker. Konsistenz muss ich ehrlich gestehen, die oberste Schicht war gerade nicht so genial, weil das ist die, die immer am meisten angetaut ist, wenn man das Eis reinmacht. Weil die halt am wärmsten wird und die ist so ein bisschen eisig, die oberste Schicht. Ich habe auch so ein bisschen Eiskristalle gespürt. Sobald man da drunter kommt, also die hier, ist einfach nur noch extrem dicht. Und deswegen bricht die auch so ein bisschen beim Reinstechen. Und ja, also das hier ist wirklich ein sehr, sehr, sehr dichtes Eis. Normalerweise, wenn ich Eis selbst mache, wird es ein bisschen luftiger. Okay, das liegt daran, dass ich wirklich 150 Gramm Kürbis genommen habe. So viel habe ich tatsächlich noch nicht genommen. Ich habe meistens immer so zwischen 75 und 100 genommen. Aber da bin ich am Rumexperimentieren. Geschmacklich finde ich es richtig genial. Und während ich esse, wird es antauen. Ich filme euch dann auch nochmal rein. Gefällt mir geschmacklich auf jeden Fall richtig gut. Kann ich auch mal zu meinem eigenen selbstgemachten Eis sagen. Es ist nicht sonderlich süß. Also Erythrit hat ja nicht so eine ganz starke Süßkraft wie Zucker. Und ich habe jetzt hier Erythrit verwendet. Ihr könnt auch richtigen Zucker verwenden. Ihr könnt Rohrohrzucker verwenden. Ihr könnt Kokosblütenzucker verwenden. Ihr könnt Xylit verwenden. Was auch immer ihr möchtet eigentlich. Ich habe Erythrit genommen und dadurch ist es nicht ganz so süß. Das hier ist einer von diesen zuckerfreien Lebkuchenstückchen. Werde ich mir jetzt in Holland, wenn ich da bin am Wochenende, bin ich nämlich am Wochenende, wenn auch immer dieses Video online kommt, nochmal Nachschub holen. Und das ist halt, also, ich brauche Stückchen im Eis und das ist ein schönes, großes Stückchen. Und sie schmecken wirklich sehr stark nach Zimt. Die sind echt ganz schön süß. Also da merkt man, wie wenig süß die Lebkuchenstückchen und die Eisbasis selbst sind. Jetzt bin ich mal gespannt auf meinen komischen Strudel hier, den ich da kreiert habe mit den Live-Cereals. Der ist auf jeden Fall nicht hart geworden oder so. Also der ist schön noch weich, trotz gefroren. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Karamellsoße noch mit drin sein können, dann wäre es mehr soßig gewesen. Es ist eher wie so ein Cracker-Strudel. Oh wow, der ist süß. Wenn ihr Minis nehmt, ist es auch richtig lecker. Also es ist wirklich ein Weihnachtszimt, Seasonal, Herbst, was auch immer, Eis. Mit den nicht so süßen Lebkuchenstückchen, dieser Zimtschokolade, die ziemlich süß ist. Habe ich an mir selbst zu kritisieren. Es ist jetzt wirklich kein Cheesecake-Eis. Also wenn ihr mehr in Richtung Cheesecake-Eis gehen wollt, dann nehmt irgendwie nur 75 Gramm Kürbis und 75 Gramm Cheesecake. Und den Rest halt dann mit Kokosmilch oder Mandelmilch oder was auch immer ihr möchtet. So, Location gewechselt, aber ich denke, ihr könnt es ja trotzdem sehen. Es taut jetzt langsam an. Ich muss sagen, je mehr es antaut, desto cremiger wird es. Also lasst dem Eis ruhig so 20 Minuten mindestens, wenn es gut durchgefroren ist, im Kühlschrank Zeit, vielleicht auch eine halbe Stunde und genießt es dann. So, jetzt will ich von euch aber mal wissen, möchtet ihr die Ben & Jerry's Pumpkin Pie Ice Review haben aus den USA, wenn ich es finde? Auf jeden Fall spannend, diese Sorte. Und in Deutschland gab es die auch nicht, sondern Holland. Wo ich dachte, es wird am wenigsten gut, sind tatsächlich diese Graham Cracker
was ja keine Graham Cracker, sondern Cereal bei mir sind. Cereal Karamellsoßen Swirls. Die sind so genial.